Ja, Frage ist immer bei dem Thema ein bisschen, wo ich anfange. Ich fange trotzdem ein bisschen jetzt bei der Historie an, also bei dem Punkt, der jetzt gerade ist. Ich weiß nicht, inwieweit das den meisten Leuten hier jetzt wirklich bekannt ist, wie derzeit noch mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen umgegangen wird. Also derzeit ist es so, dass sobald irgendwo ein minderjähriger Flüchtling oder überhaupt ein minderjähriges Kind auftaucht, irgendwo wahrgenommen wird von einer offiziellen Stelle, in der Regel von der Polizei, wird das zum nächsten Jugendamt gebracht. Und dieses Jugendamt wird dieses Kind, ich sage es jetzt mal salopp, nie wieder los. Das heißt, es muss in dieser Gemeinde bleiben. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist, wenn sich Familienangehörige irgendwo finden sollten. Also wenn die Eltern irgendwo mal auftauchen sollten, dann wird das Kind natürlich dann zu seinen Eltern gebracht. Ansonsten gibt es keinen wirklichen Grund, warum das Kind nicht mehr von dem Jugendamt, das die Betreuung angefangen hat, ist auch rechtlich gar nicht möglich derzeit in Nordrhein-Westfalen, an ein anderes Jugendamt abgegeben wird. Das hat jetzt in der Flüchtlingsfrage sehr, sehr lange gut geklappt, obwohl einige Städte dadurch sehr, sehr stark belastet waren und andere Städte so gut wie gar nicht. Das liegt daran, dass die meisten werden schon von der Polizei aufgegriffen, ein ganz, ganz großer Teil von der Autobahnpolizei auf der Ruhrschiene. Und jetzt kommt's, die haben nicht in jeder Stadt, also da liegt es eben nicht daran, wo sie aufgegriffen werden. In der Stadt, wenn die Polizei sie sieht, würden sie in der Stadt, klar, die Polizei ist auch meistens der Stadt zugeordnet. Bei der Bundespolizei ist es eben so, dass die zu ihrem nächsten Gebäude, zu ihrem nächsten Büro fahren. Und wo dieses Büro ist, da ist dann auch das Jugendamt für zuständig. Und deswegen verteilt sich das auf einige Städte, auf ein paar Städte in Nordrhein-Westfalen sehr. Eine ganz große Stadt, die da ganz viele Probleme mit hat, im Sinne von, dass ganz, ganz viele Jugendliche dort ankommen, ist Aachen, eine andere ist Köln. Andere Städte haben dieses Problem überhaupt nicht. Die haben noch nie was von einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling gehört, außer dass es die irgendwo geben kann. Das wird sich jetzt ändern, wenn das Gesetz so, wie es ist, beschlossen wird, was so aussieht, weil das die ganze Zeit, eigentlich ist es ein Gesetz, was uns mehr oder weniger vorgelegt wird, was mit den Kommunen ausgehandelt wurde. So. Das heißt, wir haben jetzt die Endfassung, den Referentenentwurf, den ich jetzt rumschicke, ist die Endfassung, die mit den Kommunen ausgehandelt wurde, mehr oder weniger. Die Sozialverbände haben dazu noch nicht ihre Meinung gesagt, deswegen auch Referentenentwurf, die werden da in der Regel nochmal mit eingearbeitet. Eigentlich würden wir erst nachdem diese Sachen eingearbeitet werden von den Sozialverbänden, eigentlich würden wir erst dann einen solchen Gesetzentwurf vorgelegt bekommen. Vorher kriegen wir den eigentlich gar nicht zu Gesicht, es sei denn, wir haben Beziehungen zu den Sozialverbänden. Ist diesmal die Ausnahme, ist dem geschuldet. Das Ministerium ist deswegen so freundlich gewesen, eben weil sie auch wollen, dass das Gesetz schon im Dezember beschlossen wird, damit es so schnell wie möglich umgesetzt werden kann. Es konnte aber auch vorher kein Referentenentwurf, das kann man jetzt der Regierung auch an der Stelle nicht unbedingt vorwerfen, nicht gemacht werden, weil es musste das Bundesgesetz abgewartet werden, bevor ich ja überhaupt ein Ausführungsgesetz mache. Das ist ein reines Ausführungsgesetz, was jetzt ist. Und der ganz große Unterschied ist jetzt der, dass ab jetzt alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit dem Problem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge konfrontiert werden. Und zwar wird ein Schlüssel bestimmt, wie viele Kinder eine Kommune aufnehmen muss. Und dieser Schlüssel darf, so ist es im Gesetz vorgesehen, von den zuweisenden Stellen um 15% überstiegen werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, Kommune XY hat eigentlich dem Schlüssel nach 100, muss demnach 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, dann kann der Kommune 115 zugewiesen werden und die Kommune kann sich nicht wehren. Das heißt, das ist dann eine Pflichtaufgabe von der Kommune. Der Grund, der dahinter genannt worden ist, ist der, es soll immer im Sinne des Jugendlichen entschieden werden. Also es kann jetzt keine Kommune sagen, wir haben nur noch einen Platz frei, wir nehmen den Bruder, die Schwester nehmen wir nicht mehr. Sie müssen dann jetzt auch die Schwester nehmen. Denn das Ganze wird zentral zugewiesen. Die zentrale Zuweisung, und jetzt weiß ich nicht, ich meine, es wäre Westfalen-Lippe, also es macht nur ein Landschaftsverband. Die wollten das nicht haben, dass beide Landschaftsverbände, dass das an zwei Stellen gemacht wird. Ich meine, es wäre Westfalen-Lippe, ist aber auch egal, es kann auch Rheinland sein, das will ich jetzt gar nicht beschwören.
Auf jeden Fall wird es eine zentrale Stelle sein, die dann darüber entscheidet, wo die jeweiligen Jugendlichen hingehen. Jetzt ist die Frage war die ganze Zeit immer die, das hat bis jetzt ganz gut geklappt, auch mit, den Städten, die sehr stark von dem Problem betroffen waren, weil es kamen nicht so viele Jugendliche an, dass diese Städte wirklich irgendwann Kapazitätsprobleme bekommen haben. Und diese Städte haben in dem Sinne schon Kapazitätsprobleme bekommen. In Köln werden, meiner Information sind es zumindest zeitweilig, ob es jetzt noch geschieht, weiß ich nicht, sind zumindest zeitweilig Kinder und Jugendliche, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, in Hotels untergebracht worden. Das wäre dem Gesetz nach eigentlich nicht erlaubt gewesen. Man hat sich aber trotzdem darauf geeinigt, es zu tun, weil es sicherlich noch besser gewesen wäre, als sie in irgendeine Sammelunterkunft unterzubringen oder gar nicht irgendwo unterzubringen. Aber damit merkt man, dass es auch an den Kapazitätsproblemen lag. Weil ein ganz, ganz großes Modell war auch so, lassen wir das doch bei den Jugendämtern. Die kennen sich aus, die wissen, wie man mit traumatisierten Jugendlichen umgeht. Die können das machen. Das Gegenargument war eben die Kapazitäten, jetzt nicht mal unbedingt nur personeller Art, auch die räumlichen Kapazitäten sind teilweise gar nicht mehr gegeben. Und deswegen sollen die Kinder und Jugendlichen jetzt auf alle Kommunen verteilt werden. Aus diesen Städten, die sich jetzt schon seit Jahren damit beschäftigen, die das Problem schon seit Jahren haben, sollen dann, wie soll man das sagen, Multiplikatoren genannt werden, die ihr Know-how in die anderen Jugendämter reintragen, wie man mit dem Problem umgeht. Und es wird auch eine ganz klare Liste, die habe ich allerdings jetzt auch noch nicht, die ist uns noch nicht vorgelegt worden, eine ganz klare Handlungsliste geben, wie ein solches Jugendamt vorzugehen hat. Also eigentlich wirklich genau nach Strichliste vorgehen. Ne? Jugendlicher, was weiß ich, Alter erfassen, Gesundheits machen, die und die Gespräche führen, das und das abwägen, das und das gucken. Also, dass die Jugendämter, wenn sie jetzt ab dem 1. Januar sehr wahrscheinlich wirklich mit dieser Sache konfrontiert sind, nicht sofort ohne Handlungsmöglichkeiten dastehen. Birgt meiner Meinung nach aber trotzdem ein Risiko, weil jetzt plötzlich eine ganze Menge Leute bei den Jugendämtern mit etwas beschäftigt sein werden, was sie vorher nicht kannten, das Problem nicht hatten. Und die Frage ist die, ob die einzelnen Kommunen ihre Jugendämter auch mit Personen so weit aufrüsten, dass sie mit dem Problem demnächst klarkommen. Es ist allerdings wirklich ein relativ, ich sehe dich gerade da vorne schon mit dem Kopf schütteln, werden sie nicht, dass sie es ja wahrscheinlich nicht machen, das sah für mich so aus. Inwieweit das richtig oder falsch ist, müsste sich auch noch rausstellen. Es ist von der Regierung, ist uns gesagt worden in einem ersten Gespräch, als uns die Ideen des Gesetzes, also wir den Gesetzentwurf auch noch nicht hatten, aber die Ideen dahinter mitgeteilt wurden, ist gesagt worden, dass die Kinder und Jugendlichen zwar erstmal pauschal die Kommunen dafür Geld bekommen, aber das hinterher spitz abgerechnet werden und auch die Verwaltungskosten. Das heißt, da wird es auch irgendwo einen Schlüssel geben, wie viele Leute ich beim Jugendamt für so und so viele minderjährige Flüchtlinge bereithalten muss. Und ich werde das Geld auch nur erstattet bekommen, wenn ich es ausgegeben habe. Ja? Also ich kriege am Anfang eine Pauschale. Dann werden die Jugendämter verpflichtet, werden täglich die Rückmeldung zu geben, wie viele sie da haben. Einfach auch aus dem Wissen heraus, wo kann ich jetzt noch welche hinschicken. Alle Jugendämter, die jetzt schon unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben, diese werden auf die Quote angerechnet. Das heißt, die Kommunen, die derzeit sehr viele haben, werden sie wahrscheinlich in der ersten Zeit gar keine zugewiesen bekommen, weil sie schon weit über der Quote eigentlich sowieso über der Quote liegen. Hier ist aber jetzt die Sache nicht so geplant. Mit geplant heißt immer, das ist das, was mir derzeit gesagt wurde. Das müsste man jetzt wirklich immer noch im Gesetz ganz genau nachgucken. Ich habe es auch noch nicht die Zeit gehabt, das wirklich komplett zu lesen. Ich habe es erst seit Dienstag, ich hatte jetzt Plenumswoche, bin ich auch noch nicht so ganz durchgekommen. Da muss man jetzt immer ganz genau gucken. Die Regierung hat auf jeden Fall gesagt, dass sie diese Endabrechnung auf jeden Fall völlig spitz machen will. Also den Kommunen sollen gar keine Gelder entstehen. Auf der anderen Seite ist mir als Landespolitiker, wenn sich die Kommunen nicht beschweren, auch kein Grund, selbst wenn es auf einer Pauschale abgerechnet wird oder so, da besonders vorzugehen. Weil sobald die Kommunen sagen, ach nee, das Geld reicht uns, was wir da kriegen, wir sind mit dem Schlüssel zufrieden, habe ich eigentlich auf Landesebene keine Handhabe mehr. Das müsste dann wirklich von euch auch aus den Kommunen kommen, falls ihr sowas feststellen könnt, falls ihr sowas feststellen würdet. Dass wir das nachher können. Ja, dass man das dann zumindest mal nachhalten kann.
dass das Geld nicht reicht, oder ich habe jetzt auch schon, eine Kommune hat sich bei mir gemeldet, ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, da ist jetzt ein Pirat gewesen, der hat das Gefühl, dass sich die Kommune mit 500.000 daran bereichert. Also dass sie, was hat er gesagt, die kriegen 3 Millionen und geben nur 2,5 Millionen aus, sehr wahrscheinlich. Ich habe das jetzt auch noch nicht nachprüfen können, ist aber auch eine Sache, die sich natürlich dann im Einzelfall dann immer mal genau kontrolliert werden machen. Ist aber eine Sache, die wir vom Land aus nicht machen können, das jetzt nur so als Einschub. Was? Ich habe es eben nur so halb überflogen, wenn ich es jetzt richtig sehe, ist in der nächsten Ratssitzung am Mittwoch, dass wir noch 3 Millionen mehr ausgeben in dem Bereich, weil wir jetzt schon 607 UMFs haben und ja, wir brauchen das. Ja, doch, es ist doch richtig. Ich habe noch eine Frage. Du sagtest vorhin, ganz so viele wären das nicht, unbegleitete Jugendliche. Ich meine, im Ort zu haben heute Morgen bei dem ersten Slot, wo Nadja sagte, dass fast jeder Zweite, dass 50% unter 18 wären, aber das ist ja doch schon eine Hausnummer. Ein Unterschied dazu. Muss jetzt ein Missverständnis sein, es sind verdammt viele. Es sind nicht wenige, es sind verdammt viele. Erstmal sind es sowieso sehr, sehr viele Jugendliche. Ja. Und die Unbegleiteten, ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, die sind nämlich auch nicht zu kriegen. Die sind auch zurzeit nicht zu kriegen, weil es derzeit noch keine Rückmeldepflicht an das Land gibt, wie viele da sind und so. Wir haben jetzt eine Anfrage rausgeschickt, spätestens kriege ich die in 4 Wochen beantwortet. Und wenn, dann kriege ich da sehr wahrscheinlich Zahlen aus dem April, Mai des Jahres. Ja, ich habe sie nur schon mal gestellt, auch mit der Frage, wann kriegen wir genauere Zahlen. Das Land ist doch für die Erstaufnahmestellen zuständig. Ja, die Erstaufnahmestellen, Kinder kommen nicht in die Erstaufnahmestellen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen nicht in die Erstaufnahmestellen. Nein, bloß nicht. Also das ist genau wieder die Sache. Sobald sie festgestellt werden, werden sie dem Jugendamt übergeben. Und danach ist das Jugendamt für diese Kinder zuständig. Hat die volle Verantwortung für die, muss die unterbringen, muss die, sag ich jetzt mal, verwalten, wie man so sagt, und sich um die Belange kümmern. Also ich habe eine Zahl von Köln, da hatten wir zum 31. August 1.155 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im Moment sind es angeblich noch 900, die da verteilt werden sollen. Und für Köln habe ich auch die Zahl, dass unter 18 tatsächlich 50% sein sollen, die natürlich auch zum Teil in Familien kommen. So, jetzt vielleicht noch eine Sache, die ein bisschen Freude macht für Nordrhein-Westfalen. Es ist ja jetzt, es gibt ja immer das Problem mit der Altersfeststellung. Das ist zum Beispiel auch ein ganz klarer Punkt. An sich ist jedes Amt berechtigt, das Alter nochmal neu festzustellen. Also kein Amt muss sich darauf verlassen, was das andere Amt für ein Alter festgestellt hat, wenn das Alter nicht durch Dokumente belegbar ist. Nordrhein-Westfalen nicht. Das erste Jugendamt stellt das Alter fest und daran haben sich alle zu halten. Jetzt kommen wir zu einem Konflikt. Das Alter wird nicht medizinisch, sondern psychologisch festgestellt hier. Also die Kinder müssen sich nicht ausziehen. Also das, was in den Medien kursiert, sie müssen hier in Nordrhein-Westfalen, wird nicht nachgeguckt, wie lang der Schwanz ist, sage ich jetzt mal, um mit Alter festzustellen, sondern es werden psychologische Gespräche mit den Kindern geführt werden, um da das Alter festzustellen. Um dann zumindest eine Jahreszahl zu ermitteln. Das kann in Nordrhein-Westfalen, wird das kein Amt anzweifeln können, außer das Ausländeramt. Das ist ein Bundesamt. Und dann kommen wir doch wieder zu dieser medizinischen Untersuchung, wo sich das Land aber nicht gegen wehren kann. Also das Land hat sich versucht, dagegen zu wehren, muss ich jetzt mal einfach so sagen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir werden diese Untersuchungen für landesintern nicht machen, sind Sie einfach immer wieder aufgeschmissen, wenn das Ausländeramt sagt, glauben wir nicht. Olaf, ich habe hier ein Mikro für Fragen an dich, denn das geht sonst im Gedränge unter und was du antwortest, ist dann manchmal nicht verständlich, weil man die Frage nicht kennt. Also wer was sagen möchte, bitte aufzeigen, ich gehe dann mit dem Mikro hin. Bitte. Also ich stehe diesem Verteilerschlüssel sehr kritisch gegenüber, aus dem Grund, den du schon genannt hast, weil es ist tatsächlich so, dass es Kommunen gibt, wie zum Beispiel bei uns in Bielefeld, wo es hervorragend läuft, wo wirklich mit dem Geld, was uns zur Verfügung gestellt wird, das Möglichste gemacht wird für Jugendliche. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Kommunen gibt, die nicht aus Böswilligkeit, sondern auch mangelnden Fähigkeit, ich weiß es nicht, die dann wirklich das Geld abgreifen, aber nicht diese Summe dafür einsetzen.
einsetzen. Und also ich habe täglich mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen zu tun und wir haben einfach bei uns Seminarräume umgebaut, haben es denen gemütlich gemacht. Das ist eine Sache von wenigen Tagen. Also auch zumindest die räumliche Situation, personell ist noch was anderes, lässt sich sehr, sehr schnell lösen, wenn in der Kommune der Wille dafür da ist. Also ich kann ein Beispiel nennen, ich habe bei der Feuerwehr angerufen, können wir Seminarräume da war am nächsten Tag einer von der Feuerwehr da, hat gesagt, und 3 Tage später Baugenehmigung, wenn die Kommune das wirklich will, dann ist das möglich. Deswegen, ich würde es für sinnvoller halten, diesen Verteilerschlüssel etwas flexibler zu gestalten, dass die Kommunen, wo man sieht, die können es einfach, ist ja nicht so, dass die anderen nicht wollen, das möchte ich nicht unterstellen, dass die dann auch wirklich mehr aufnehmen können, wenn sie zum Beispiel sagen, wir können auch einfach mehr aufnehmen. Ganz klar, jede Kommune darf mehr wie 115% aufnehmen, aber das Land kann ihnen nur 115% aufs Auge drücken. Also wenn die sagen, wir haben hier noch Kapazitäten frei, wird das Land sicherlich nicht sagen, falls es für das Kind glaubt, dass es gut dorthin zu kommen, wird es nicht machen. Es ist immer nur so eine Frage, was kann man ihnen, also das ist eine ganz klare Frage, wo kann man die Kommunen zu verpflichten und was ist freiwillig? Alles über 115% ist freiwillig. Also wenn jetzt Fragen da sind, ist eigentlich wichtiger. Ja, eine Frage war mir nicht ganz deutlich. Diese Zuweisung 115% ist klar, inklusive Finanzierung. Geht das Geld direkt an die Kommunen oder ans Land? Das Geld geht direkt vom Land an die Kommunen. Wo das Land das Geld jetzt herholt, weiß ich noch nicht mal. Das ist jetzt wirklich die Verhandlung Land-Kommune gewesen. Und da ist ihnen gesagt worden, Pauschale und hinterher Spitzabrechnung. Okay, das heißt, das gilt jetzt momentan nur für Nordrhein-Westfalen, was du gerade schon... Ja, genau. Okay, wichtiger Hinweis. Das war, es geht um das Ausführungsgesetz zum Gesetz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf Bundesebene. Also auf Bundesebene, es war auch so, das ist Verteilen. War vorher schon verboten, aber von Bundesebene aus. Das hätte also Nordrhein-Westfalen gar nicht anders machen können. Also gar nicht für sich machen können. Jetzt ist es von Bundesebene erlaubt worden, dass nicht nur das Jugendamt, also dass das Kind von einem Jugendamt zu einem anderen Jugendamt überführt werden darf. Und jetzt wird hier auf Nordrhein-Westfalen das Ausführungsgesetz dafür gemacht. Verstehe ich das richtig, dass das Geld dann vom Bund ans Land geht und das Land es an die Kommunen ausschüttet? Wie immer, weil der Bund nicht an die Kommunen ausschütten darf. Danke dir. Ja, also ich habe noch mal eben die Frage, wie viel Geld ist das? Erfahrt ihr das ganz genau, der Pro-Kopf-Schüssel? Steht der jetzt schon fest? Könnte man den jetzt schon kommunizieren, dass man so ungefähr eine Hausnummer hat? Der liegt, 10.000 plus. Es ist der normale Schlüssel für Flüchtlinge und da wird noch was draufgelegt. Aber es wird hinterher nochmal spitz abgerechnet. Das ist immer erstmal nur die Pauschalabrechnung. Also die Spitzabrechnung findet am Ende des Jahres statt. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, da sind angeblich die Verhandlungen noch mit den Kommunen am Laufen, wie das wirklich hinterher bewerkstelligt werden soll. Mhm. Also für unsere Stadt wäre es unheimlich wichtig zu wissen, wie fließt das Geld, weil wir eben auch bei vielen Sachen finden, dass das Geld nicht da ankommt, wo es eigentlich oder nicht an der Stelle genutzt wird, wo es genutzt werden könnte. Ja, das ist also gerne an der Politik vorbei, irgendwo verschwindet und wir können es halt nicht kontrollieren. Also es ist super gut, wenn wir wissen, was reinfließt, dann können wir schauen, was ist damit gemacht worden. Wir können hinterher unterm Strich sehen, da fehlt was und dann können wir das einfordern. Das müsstet ihr in der Kommune aber eigentlich besser kontrollieren können über den Input, also über das, was reinkommt an Geld. Das Dumme ist, vieles Geld, was vom Land kommt, ist juristisch nicht zweckgebunden. Das ist dann zwar ausgehandelt worden, ihr kriegt das für die Flüchtlinge. Die zweite Frage ist, um festzustellen, Schwester, Bruder und dergleichen, bis zu welchem Verwandtschaftsgrad wird das Ganze gezählt? Weil, Cousin ist in anderen Ländern ja schon fast wie Schwester oder Cousin, also wie Bruder. Ne? Also warum können die dann nicht zusammenziehen? Angeblich wird es nach dem Kindeswohl entschieden. Das heißt, es hat gar nichts damit zu tun. Selbst wenn, also ich könnte selbst mir überlegen, jetzt als der Mensch, der sagt, der für die Verteilung zuständig ist, oh Mann, der ist mit den 3 Kindern aber schon 3 Wochen zusammen geflüchtet. Das ist sicherlich nicht schlecht, wenn wir die zusammentun. Ja, ja. Also ich weiß jedenfalls, dass es in unserer Kommune solche Probleme gibt. Es wäre schön, wenn irgendjemand anfängt, so eine Statistik zu machen, wo wir diese Probleme auch noch haben, wenn wir mehrere sind, dass wir das vielleicht irgendwie ändern können und die Familien zusammengeführt werden können, die weit auseinander sind. Thank you.
ich muss jetzt nochmal nachfragen mit dem, was du zu den Zahlungen des Landes an die Kamerun sagtest. Du sagtest, der Flüchtlingsschlüssel plus X. Wir haben gerade im anderen Slot gehört, dass die ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling in einer Wohngruppe kostet etwa 5.000 Euro im Monat. Also das sind ja... Es sind ja gigantische Kosten. Also das ist ja nicht die Unterbringung von einem normalen Flüchtling, der irgendwo in einem Hotel oder einer Turnhalle untergebracht wird und der für den ja praktisch nichts getan wird. So ist es zumindest meine Erfahrung. Sondern ein Minderjähriger, der entstehen ja enorme Kosten. Also wie gesagt, ich habe eben was von 5.000 Euro pro Monat gehört und minderjährigen Flüchtling. Da entstehen ja die Kosten. Also die Frage mit den Kosten, die ist immens. Und da ist jetzt wirklich eine Frage, wie sich die Kommunen in einzelnen Stellen in den Verhandlungen, die wohl jetzt noch laufen, wie die sich dagegen positionieren und sagen wirklich, was sie als Spitzabrechnung alles mit reingenommen bekommen wollen. Weil es gibt auch die Sache, worauf auch von Landesebene zumindest immer mehr darauf hingearbeitet wird und auch immer mehr ins Auge gefasst wird, ist das, was auch vorhin schon vorgestellt wird, die Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien unterzubringen, was die Kosten immens senken würde. Und da kommen wir jetzt auch wieder bei der Spitzabrechnung. 5.000 Euro oder so. Ja, es würde zumindest erstmal ob sie wirklich im Endeffekt... jetzt wird es ganz kompliziert. Ob sie wirklich im Endeffekt, auf den Zahlen ist es aber erstmal so. Das heißt, die ersten Abrechnungen würden so aussehen, dass es weniger Geld wird. Die Frage ist immer jetzt, wie sich die Kommunen gegenüber dem Land durchsetzen. Unter Umständen wird eine Pauschale genommen. Es wird irgendwann geguckt, ach so, 10% der Kinder werden bei Families untergebracht, 90% da. Also machen wir so einen Schnitt und dann kannst du als Kommune auch schon mal auf die Schnauze fallen mit solchen Schnitten. Nur wenn die Kommune als Gesamtkommune, also als kommunale Familie dem zugestimmt hat, dann kann sich auch fast die einzelne Kommune so gut wie nicht mehr wehren. Das ist ein Punkt, den können wir immer nur kritisieren, können wir immer nur sagen, finden wir scheiße, wir wollen mal anders machen. Das ist aber nichts, wo wir wirklich irgendwie auch nur einen Impuls setzen können, weil da gar nicht mal in den Verhandlungen drin sind. Da sind auch selbst die anderen Oppositionsparteien gar nicht drin, weil das ist eine reine Sache zwischen kommunaler Familie und... der Landesregierung, sage ich jetzt mal. Und wenn die kommunale Familie zugestimmt hat, dann fällt es mir immer schwer zu sagen, warum soll ich dagegen? Also dann kann ich fast kaum noch dagegen stimmen, außer wenn ich es völlig bescheuert noch finde an anderen Stellen. Aber das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Also das ist eine Sache, die müsst ihr Kommunalpolitiker meiner Meinung nach vor Ort gucken, wie viel Geld kriegt ihr für Flüchtlinge rein und wird es auch wirklich für Flüchtlinge ausgegeben. Aktuelle Zahlen. Aus der Ratssitzung, die am Mittwoch kommt, geht aus diesem Grunde und in der Bewertung der Steigerungsraten von einem voraussichtlichen Jahresbedarf von 20,5 Millionen Euro aus. Zur Verfügung stehen 17,44 Millionen, sodass 3 Millionen wieder noch reinstecken müssen. Wir reden von, im Zeitraum vom 01.01. diesen Jahres bis zum 30.09. wurden das Sozialraumteam insgesamt 958 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Zum 30.09. waren 605 junge Menschen. Demnach kann man sich jetzt die Sache zurückrechnen. Ne? Ja. 605 und wir reden von 20 Millionen. Also in Summe knapp 1.000 und 20 Millionen. Und dann hier unten noch die Aachener Verwaltung sagt dazu, inwieweit das neue Bundesgesetz, wie von einigen Innenministern der Bundesländer vorgeschlagen, bereits zum 01.11. 2015 oder wie ursprünglich geplant zum 01.01.2016 in Kraft tritt, bleibt abzuwarten. Ob dadurch die Stadt Aachen deutlich entlastet wird, bleibt ebenfalls abzuwarten und wird von der Fachverwaltung eher verhalten gesehen. Das sind also jetzt die Sachen, die am Mittwoch in den Rat kommen. Würde ich jetzt als Kommune auch nicht anders kommentieren, solange das Ding nicht fest durch ist, würde ich nicht jubeln als Kommune. Völlig verständliches Verhalten. Wobei ich es eben nicht weiß. Ich kann es eben auch zurzeit noch nicht sagen, weil die letzten Zahlen, die liegen mir eben auch noch nicht vor. Ich kann nur zum Beispiel sagen, dass je kleiner die Kommune ist, je niedriger wird der Schlüssel sein, den sie zum Beispiel aufnehmen muss. Also je größer eine Stadt ist, je mehr Jugendliche muss sie pro Bevölkerung oder pro Einwohner aufnehmen. Je kleiner die Kommune ist... Die Zahl und auch das Verhältnis. Das Verhältnis ändert sich. Also nicht nur die Zahl, das Verhältnis wird immer höher, je größer die Kommune ist. Also Köln wird demnach immer noch prozentual, gemessen an der Bevölkerung, immer noch die meisten aufnehmen müssen.
Ich hab viel über dieses Thema nachgedacht. Wir hatten kürzlich eine Befragung in Köln unter den Bürgern, was in den Augen der Bürger das Wichtigste sei im Moment in der Politik. Und mehr als die Hälfte war der Ansicht, die Partei, die eine sinnvolle Lösung zur Flüchtlingsproblematik vorlegen könnte, das wäre die Partei, die man auch wählen würde. Wir machen schon länger als eins unserer Hauptanliegen, das mit der Flüchtlingspolitik. Kurz über mich persönlich, ich bin Betriebswirtin, das heißt, ich kann mit Zahlen umgehen und kann auch gar nicht ohne rechnen. Zum anderen, ich bin alleinerziehende Mutter. Ich bin fürchterlich erfolgreich als alleinerziehende Mutter. Ich habe einen ganz, ganz tollen, sehr erfolgreichen Sohn, der mit 19 Jahren jetzt in Aachen im Bachelor-Examen ist. Das heißt, es ist alles gut gelaufen. Das heißt, ich bewerbe mich also auch zur Aufnahme von Flüchtlingskindern. Ich möchte gerne 2 oder 3 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, weil ich weiß, ich kann das. Weil ich einen Mann in der Familie habe, dessen Mutter als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland kam, ihr Abitur machte und mit 24 oder was in ihrer Promotion arbeitete. Und das geht also auch. So, was ich aber eigentlich sagen will, es ist, wir sind auch als Politiker der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Das ist das eine. Die Haltung der Verwaltung ist, dass sie sich ausdehnen will, mehr und mehr und mehr Angestellte haben will, mehr und mehr Sozialarbeiter, Psychologen, Erzieher, die sich in diesen Wohngruppen um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmern. Und wir haben viele Menschen, die sagen, wir sind bereit, Flüchtlingskinder aufzunehmen. Wir können das genauso gut. Wir haben auch ein psychologisches Gespür. Wir können auch helfen. Das heißt, die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, die sollten wir ganz deutlich fördern, die sollten wir einfordern und wir sollten tatsächlich zu unseren Kommunen gehen und das werde ich auch in Köln machen. Ich werde in Köln einen Ratsantrag stellen, dass man weggeht von dem Konzept, dass zuerst die Kinder in Wohngruppen kommen. Bis jetzt gibt es das nämlich noch gar nicht, dass minderjährige Flüchtlinge überhaupt in Gastfamilien sollen. Und dass die Verwaltung sich darauf festlegt, zuerst wird der Flüchtling darüber informiert, dann werden auch die Leute zusammengebracht, damit man sich überhaupt mal kennenlernt. Und ich glaube, das wäre etwas, was für uns Piraten insgesamt eine sehr coole Sache wäre, weil wir ja für bürgerschaftliches Engagement stehen. Wenn wir wirklich in den Kommunen hingehen würden, würden das auch fordern. Ich glaube, wir kriegen das sogar durch in Köln, dass diesem Antrag zugestimmt werden würde, weil wir mit SPD und Grünen da ja im Moment paprikamäßig ganz gut parat kommen. Und das wäre auch meine Bitte an euch, ob ihr bereit wäret, das weiterzutragen, dass ihr wirklich sagt, die Bevölkerung wird gestärkt, die Aufnahme wird gestärkt, weg von zu viel Staat, weg von zu viel Verwaltung, die Verwaltung nicht weiter ausdehnen, nicht noch mehr Wohngruppen, Einfamilienhäuser anmieten, um da Leute hinzuschicken. Und glaubt bitte nicht, dass diejenigen, die in Wohngruppen sich als Psychotherapeuten oder Sozialarbeiter da zur Verfügung stellen und die da aufpassen, dass das bessere Menschen wären als die normalen Menschen, die sich jetzt bewerben würden. Denn ich musste zum Beispiel mein Einkommen angeben, meine Karriere, ich musste wirklich alles durchleuchten lassen in dem Zusammenhang. Mit wem ich lebe, wie ich lebe, ob ich psychisch in der Lage bin, ein Kind aufzunehmen, ob meine Familie dazu steht. Das ist ein Risiko, was wir wirklich eingehen können, dass wir fordern, dass die Bevölkerung Flüchtlinge aufnimmt und dass wir dazu auch verschiedene Konzepte fördern. Ich habe unten in dem Slot gesagt, es gibt das alte Au-pair-Konzept, was man anpassen kann auf die Bedürfnisse von Flüchtlingen, was man erleichtern kann in vielerlei Hinsicht. Einerseits für die Voraussetzung, dass ein Au-pair teilnehmen kann, andererseits dafür, dass die Gastfamilien nicht dazu tendieren, die Arbeitsfähigkeit der Au-pairs auszunutzen, sondern dass die wirklich zur Schule gehen und wirklich gefördert werden. Andererseits das Konzept Wohnung gegen Hilfe, was bedeuten würde, dass ein Flüchtling und ein aufnahmewilliger Mensch zusammengebracht werden. Der Flüchtling passt meinetwegen auf die Oma auf, die bitte aber alleine lebensfähig sein soll und kein Pflegefall, und macht es meinetwegen, dass er nachts einfach anwesend ist. Oder solche Dinge. Da ist ein sehr breites Feld, wo wir agieren können. Ich würde mich freuen, wenn ich da Mitstreiter finden würde. Danke. Du warst dazu? Ja, ich würde da gerne mal mit dir drüber reden, weil wir hatten ja unten schon, ich hatte ja schon was gesagt, du hast jetzt gerade auch, wir sind zur Wirtschaftlichkeit. Nein, ich bin zur Menschlichkeit und dem Kinderschutz verpflichtet. Alles wirtschaftlich interessiert mich danach, erstmal danach und kommt eine ganze Ecke danach. Also Wirtschaftlichkeit interessiert mich. Achso,
Wirtschaftlichkeit interessiert mich an der Stelle weniger. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, dass das Konzept, die Kinder irgendwo da unterzubringen, viel zu wenig derzeit genutzt wird. Die Möglichkeiten würden bestehen, es wird nicht gemacht. Es sollte dort, wo es sinnvoll ist, gemacht werden. Die nächste Frage, die sich an der Stelle auftut, ist nun wirklich die Sache mit der Verantwortung. Wer übernimmt die Verantwortung dafür, was mit dem Kind dort passiert? Ich möchte die Verantwortung nicht haben als Jugendamt, als Vormund beim Jugendamt möchte ich nicht die Verantwortung haben, das Kind in eine Familie geben zu müssen, ohne dass es da eine bestimmte Kontrollfunktionen, die du ja auch gerade genannt hast, die ja alle da waren, erfüllt sind. Und da müsste man jetzt wirklich mal ganz, ganz genau gucken, wie ermittelt man überhaupt, ob es für ein Kind besser ist, das eine oder das andere. Das wird zurzeit nicht gemacht. Es wird zurzeit, gibt es nur diese Gruppenunterkünfte, ich weiß. Das andere wäre sicherlich für viele Kinder eine unheimlich gute Sache, auch in der Gesellschaft hier anzunehmen, für andere Kinder wieder überhaupt nicht. Wir haben aber derzeit auch überhaupt kein Konzept dahingehend, wie wir mit dem Problem umgehen. Es gibt keine Anforderungen an die Eltern, wie die ich jetzt haben kann für die. Das müsste alles noch entwickelt werden. Also, ich habe das vorhin getwittert. Wir haben diese Anfrage an den Rat der Stadt Köln geschickt. Und wer auf Fledi schaut, FL3DI, der findet das dort auch als Antwort. Es ist so, dass man einmal im Monat Kontakt halten muss, auf jeden Fall zum Jugendamt. Das heißt, man bekommt persönlichen Besuch. Gleichzeitig sollte man, sind wir jetzt in der Möglichkeit, dass wir zum Beispiel einen Stammtisch anbieten für unbegleitete Flüchtlinge, die einmal in der Woche sich treffen können, untereinander sich austauschen können, wo ein Sozialarbeiter da sein muss. Also es gibt ein ganz, ganz breites Thema. Das heißt, die Gasteltern werden in mehreren Gesprächen vorbereitet, die müssen Fortbildungsseminare ohne Ende machen, die Unterkünfte werden zu Hause begutachtet, ob die Zimmer groß genug sind. Die müssen pro Kind mindestens 8 Quadratmeter sein, die müssen neu möbliert sein, in anständigem Zustand. Also es ist eine Kontrolle gewährleistet. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Kontrolle durch einen Sozialarbeiter, der nur einmal im Monat eine Familie besuchen muss, und zwar auch ohne Voranmeldung, kostet natürlich deutlich weniger, als wenn zwei Sozialarbeiter Tag und Nacht anwesend sein müssen, um auf einen Flüchtling aufzupassen, der eigentlich nur eines will. Er will nämlich in Deutschland erstmal die Sprache lernen und er will dann sich ein Leben aufbauen. Natürlich muss er zwischenzeitlich behandelt werden, wenn er Traumata hat, aber diese Traumata macht man ja nicht in der Klinik, die kann man ja ambulant behandeln lassen. Es ist ja kein Grund, dass man sagt, eine Familie sei schlechter als eine Wohngemeinschaft. Insoweit würde ich das beide Möglichkeiten als gleichwertig sehen und ich würde dem Familienkonzept in keinster Weise vorwerfen, dass das Familienkonzept billiger ist. Es ist Fakt, dass es die Stadt weitaus weniger kostet. Und wir sollten uns überlegen, ungefähr 200 Millionen Menschen sind in Afrika, die sitzen auf gepackten Koffern. Die wollen da weg, die wollen zu uns. Ich würde die gerne alle aufnehmen. Und nicht alle in Deutschland, ich glaube, das packen nicht mal wir. Aber auf jeden Fall müssen wir uns darauf gefasst machen, dass viel, viel, viel mehr Menschen kommen, als wir uns im Moment vorstellen können. Deswegen müssen wir auch davon ausgehen, dass die Mittel, die wir haben, in irgendeiner Weise endlich sind. Auch die Mittel des Bundes. Und wir können nicht sagen, die Kommune kriegt das vom Land oder vom Bund oder von sonst wem. Wir sind zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet unter der Voraussetzung, dass das Ergebnis gleich gut ist. Und ich glaube sogar, dass das Ankommen in der Familie, das Ankommen in Deutschland, die Integration viel besser läuft, wenn man die Flüchtlinge nicht in ihrer eigenen Suppe schmoren lässt, sondern wenn man sie wirklich in die Mitte der Gesellschaft hineinnimmt. Das wünsche ich mir. Ich habe jetzt 1, 2, 3 Wortmeldungen. Okay, ich kann eigentlich bei dir gleich einhaken, vielleicht auch ein paar Antworten geben. Ja, es ist so, dass an die Eltern Ansprüche gestellt werden. Es gibt da zwei Unterschiede. Es gibt einmal die klassische Pflegefamilie und dann gibt es die, wo halt eben in besonderen Fällen halt eben ausgebildetes Personal notwendig ist, wenn bei den Kindern schon bekannt ist, dass da Traumata etc. notwendig ist. Auch da wird das Personal ausgewählt. Es findet eine Begutachtung durch das Landesjugendamt statt, des Wohnraums und allem Umfeldes. Die sind dafür zuständig, die müssen also eine Freigabe geben. Das ist wie ein Miniheim in dem Moment. Da gelten also ganz ähnliche Ansprüche dran. Und jetzt zu dem Punkt der Kosten. Ja, die Kommunen haben bisher immer darauf geachtet, dass sie die Kosten senken, weil bei den Fällen, die nicht im Flüchtlingsbereich liegen, wo wir also
von Kindern, die in Deutschland geboren sind, etc. reden. Da müssen die Kommunen ja selber für die Kosten aufkommen und jede Unterbringung in der Familie ist für die Kommunen x-mal billiger. 5.000 Euro ist so ungefähr der Preis für eine Unterbringung in der Gruppe. Und was ganz wichtig ist, wir reden immer von den Jugendämtern. Ja, es sind die Jugendämter, die diese Kinder betreuen. Das sind jetzt Schwerpunktjugendämter. Nur diese Wohngruppen sind nicht unbedingt in der Kommune. Die sind da, wo die Träger gerade Platz haben. Und das kann über das gesamte Bundesland verteilt sein. Ja, rein theoretisch ja. Ja, 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 das ist klar. So Fälle hat es ja alles gegeben. Und ja, ja, diese Skandale kommen ja noch obendrein. Aber auch bei den Flüchtlingen, da wird einfach gerade zur Zeit geguckt, wo finde ich überhaupt noch einen Platz, wo kann ich jemanden reinschieben, welche Wohngruppe ist gerade nicht total überlastet, führt nämlich dann dazu, dass für die Kinder, wo gerade Not am Mann ist, gar keine Plätze mehr da sind in der Jugendbetreuung. Da haben die Jugendämter ja schon Probleme. Darum kommt das Ganze ja gerade aus der Not geboren. Die machen das ja nie aus Blödsinn. Dass wir gerade die Änderung machen, sonst hätten die Kommunen nämlich wieder mal alleine gelassen. Geht also mehr darum, quasi eine Arbeitsentlastung in den Kommunen zu machen. Ich wollte nämlich auf eins hinweisen, durch diese Verteilung gehen hunderte von Arbeitsstunden in den Jugendämtern durch Fahrzeiten drauf, wenn die tatsächlich mal irgendwann so ein Heim begutachten. Machen die nämlich auch nicht jeden Monat, wie es eigentlich sein sollte. Die gehen doch nicht in jede Familie jeden Monat einmal rein. Da haben die gar nicht die Manpower für. Ja, wahrscheinlich manche gar nicht. Manche sind über Jahre nicht angeguckt worden, haben auch schon erfahren. Fledi, entschuldige. Jugendliche bekommt einen Vormund vom Jugendamt. Ja. Das heißt, es ist unabhängig, es ist getrennt. Also die Gastfamilie ist nicht Vormund. Nee, ist mir klar. Da sind wir aber zum Beispiel bei einer Sache, die ich zum Beispiel mit einem unheimlich guten, wenn du das gerade mit dem Vormund ansprichst, da gibt es zum Beispiel ein unheimlich tolles Konzept in Wuppertal, da werden nämlich Vormundschaften gesucht, die ein Kind als Vormundschaft bekommen, als Privatperson. Und das ist zurzeit ein Modell, was ich und nicht wo einer 130 oder 50 oder wie viel betreuen muss, sondern eine Privatperson, die wird auch ein bisschen durchgecheckt, die muss aber auch nicht so sehr durchgecheckt werden, weil sie nicht so oft mit, also nicht mit dem Kind alleine ist in dem Sinne, sondern die soll sich um die Belange, um die sich normalerweise der Vormund vom Jugendamt kümmern. Und eins kann man zumindest in Wuppertal sagen, die Erfolgsaussichten, dass es den Kindern besser geht, sind dadurch eine ganze Ecke mehr gegeben, weil diese Leute einfach viel mehr Power haben, sich für die Belange eines Kindes einzusetzen, als wie jemand, selbst wenn er es beruflich macht, wenn er sich für 50 oder 150 Kinder einsetzen muss. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sofort sagen würde, das sollte man landesweit ohne Frage einführen. Ja, wie weit hast du das schon ausgedacht? Also das war jetzt auch wirklich das Thema, was ich wollte, genau diesen Part, was nämlich das Jugendamt vielleicht nicht mehr schafft, weil Personalenge da ist. Also wir haben bei uns generell in der Verwaltung wahnsinnigen Krankenstand, aber ganz besonders im Jugendamt sind einfach zu viele immer dauerhaft krank. Das heißt, sie sind so schlecht besetzt, dass sie genau diese Kontrollfunktion, den überträgt, nicht ausführen können. Also das wäre jetzt ein super Konzept, wenn man das dann noch mit einpflegen könnte. Das wäre gerne eine super Sache. Das ist ja wie ein Vier-Augen-Prinzip, dass jemand anders nur noch mal schaut. Also auch bei uns in der Stadt sind ganz viele Eltern, die gesagt haben, wir haben ein Haus, wir haben ein Reihenhaus, wir würden sofort ein Flüchtlingskind nehmen. Wie können wir das machen? Aber die Verwaltung mauert da sofort und sagt, nee, das können sie nicht, sind traumatisierte Kinder und so, also wiegelt sofort ab. Also ich würde gerne wollen, dass wir die an den Tisch holen und tatsächlich ein Konzept überstehen. Es geht. Wir können so und so umsetzen. Das ist eine super Sache. Bleibt da bitte dran. Ja, das mit dem Dranbleiben ist so, kann ich direkt sagen. Das ist jetzt eigentlich auch wieder eine Politik-Sache für die Leute. Also ich habe es auf Landesebene angestoßen, soweit ich es kann. Das heißt, das ist ein Verein in Wuppertal. Der hat dieses Konzept gehabt, ist damit ans Wuppertaler Jugendamt gegangen. Das Wuppertaler Jugendamt war davon begeistert und arbeitet jetzt mit dem Verein. Der Verein heißt Do It und ist von der Diakonie in Wuppertal. Arbeitet mit denen zusammen und somit hat jetzt dieser Verein teilweise wie ein Vormundschaftsverein, allerdings dann immer genau einer Person zugeordnet, eine Patenschaft bzw. einen Vormund. Ob das jetzt in anderen Kommunen gemacht wird, da brauche ich einmal den Verein,
der das parallel macht. Das heißt, ich müsste in diesen Kommunen diesen Verein gründen und das Jugendamt muss in der Kommune willig sein, mit diesem Verein zusammenzuarbeiten. Was wir jetzt auf Landesebene schon angestoßen haben, ist, dass das Land doch bitte empfiehlt, sich dieses Konzept anzunehmen. Mehr kann es den Kommunen nicht tun, als zu sagen, wir empfehlen, guckt euch mal dieses Konzept an, das ist sehr gut. Das finden wir klasse. Ich drehe mich mal um für die Kamera. Fledi, ich habe das, was du gerade beschrieben hast, auch im Vorfeld schon beobachtet. Du hast es ja auch an verschiedenen Stellen geschrieben. Ich finde das wunderbar. Ein kleines Problem habe ich damit, dass du da deine subjektive, deine individuelle Vorgehensweise beschreibst und ich mir schwerlich vorstellen kann, wie man das skalieren kann auf ein ganzes Land. Also wie man das so fassen kann, als Handlungsanleitung oder als Rahmenkonzept für andere Menschen, die ähnlicher Intention wie du sind, die ganz einfach sagen, die Integration in der Familie oder im Rahmen einer familiären Unterbringung ist natürlich deutlich gelingender wahrscheinlich, als die in einer Gruppe von fünf unbegleiteten Jugendlichen, ich sag mal gleicher Herkunftsregion, die sich vielleicht dann abkapseln. Ich finde das gut. Ich habe ein Problem damit, dass ich bis jetzt in deinem Konzept immer nur, ich sag mal so, individuelle Momente herauslesen konnte und die Umsetzbarkeit zum Beispiel auf ein ganzes Land NRW nicht erkennen konnte. Ich habe es nicht erkannt. Das ist jetzt vielleicht mein Fehler oder meine Schwäche. Es wäre ganz spannend, auch was Olaf gerade, was Duit anbetrifft, vorgetragen hat, solche Modelle oder vielleicht ein zusammengefasstes Modell, was beide Facetten so ein bisschen transportiert, innerhalb der Piraten, innerhalb der kommunalen Mandatsträger der Piraten zu kommunizieren, eine runde Sache draus zu machen, antragsfest vielleicht sogar oder antragsfähig, das Ganze medial zu begleiten, vielleicht auch im Rahmen einer Themenwoche, die wir ja jetzt gerne machen wollen. Dazu würde ich mich gerne zusammensetzen, sowohl mit Olaf, also als mit allen, die daran interessiert sind, um etwas auszuarbeiten, was dann Hand und Fuß hat, was wir wirklich präsentieren können. Gebt ihr das mal weiter. Nur ein Punkt vorher, den ihr bitte alle bedenken solltet. Wir haben wie viele Kommunen in NRW? Gut, danke. Es sind 148 Jugendämter, so viel. Total unterschiedliche in ihren Verhaltensweisen, in der Art und Weise der Bevölkerung, in der Art und Weise, wie da verwaltungstechnisch verfahren wird. Das habe ich gesehen, als es um Schule ging. Das sehe ich jetzt, wo es um Flüchtlingspolitik geht. Es sind völlig unterschiedliche Verfahrensweisen und wir müssen da alle sehr unterschiedlich dran gehen. Genau. Deswegen habe ich einfach mal gesagt, es gibt drei Schlagworte, mit denen wir arbeiten. Das eine Wort ist Schüleraustausch mit Gastfamilien. Das andere ist das Au-pair-Konzept. Und das dritte ist Wohnung gegen Hilfe. Das sind alles Konzepte, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Ich persönlich habe mich selber immer mal sehr dafür interessiert, einen Schüler aufzunehmen im Rahmen eines Schüleraustausches. Jetzt haben wir Flüchtlingskinder, das sind auch nichts anderes als Schüler, die gerne die Sprache lernen wollen, nur dass sie Gott sei Dank im Lande bleiben und dass sie mehr Coaching brauchen, mehr Hilfe, mehr Unterstützung. Das andere ist das Thema Au-pair. Au-pair gibt es als Gesetz ausgearbeitet und als Vorschlag von der Bundesanstalt für Arbeit. Das kann man abwandeln für Piraten, da braucht man noch einige Hilfe, bis man ein Au-pair-Konzept hat. Zum einen, die Sache mit den minderjährigen Flüchtlingen ist eine freiwillige Sache seitens des Jugendlichen, ob er das will oder nicht. Die Sache mit dem Au-pair ist etwas, was zwischen Erwachsenen zustande kommt. Das ist privatwirtschaftlich, das ist Leistung und Gegenleistung, die da erfolgen. Und da haben wir die Aufgabe, die Flüchtlinge zu schützen, dass sie nicht ausgebeutet werden. Und dann hat man als drittes eben das Thema Wohnung gegen Hilfe. Und ich glaube, auch da ist eine Bereitschaft in der Bevölkerung vorhanden. Und das gibt's halt an den Universitäten in rauen Mengen. Ich würde auch selber gerne zu dem Thema ein bisschen was ausarbeiten. Also was wir selber in Köln machen, ist nur bis mit den unbegleiteten Flüchtlingen. Und da arbeiten wir eben mit dem Jugendamt in enger Anbindung zusammen. Und ich bin ja sozusagen gerade selber Versuchskaninchen und kann dann anschließend berichten. Danke. Darf ich ganz kurz? Dann gebe ich es dir. Ich sehe ein ganz kleines, in Anführungsstrichen, Problem bei der Geschichte mit dem traumatisierte Kinder oder Jugendliche
Menschen, sind ja auch bei den Erwachsenen, aber bei den Kindern und Jugendlichen, ist es besonders problematisch, dann einfach zu sagen, die sind in einer Privatfamilie dann viel besser aufgehoben. Ich würde da doch etwas differenzieren, denn traumatisiert heißt, da muss so viel bedacht werden, auch an Unterschieden in der Religion, in der ganzen Art und Weise, wie Menschen miteinander leben, Männer und Frauen, Kinder und Eltern. Ich sehe das ein bisschen problematisch, das so zu vereinfachen. Das kann nicht eine ganz normale, noch so liebevolle Familie leisten. Ein traumatisiertes Kind, das ist ein Fulltime-Job. Ich würde da ein bisschen zur Vorsicht raten. Gerne, jederzeit. Aber eigentlich war es dran. Nein, aber nur mal ganz generell dabei. Also Traumata ist eigentlich so, dass es wichtig ist, dass ein geregeltes Leben da ist und Ruhe ist. Also da, wo jetzt viele Jugendliche untereinander sind und die sich gerade austoben, sondern da könnte das im Prinzip schwieriger sein, als wie wenn das jetzt in der Familie ist, wo es einen geregelten Tagesablauf gibt. Da fühlen sie sich viel wohler. Und Traumata werden tatsächlich, so wie sie schon gesagt hat, ambulant behandelt. Das heißt, man geht zum Arzt und macht immer wieder Gespräche und dergleichen. Also das hat das Umfeld, je besser es ist wie normal, umso idealer. Klar, eine Kontrolle muss da sein. Ist die Familie auch fähig, sowas zu leisten? Aber das haben wir. Das System gibt es. Ne? Also wer eine Familie aufnehmen wird vorher durchleuchtet und der muss diese Fähigkeiten mitgeben. Ich kenne es aus Familien mit eigenen traumatisierten Kindern, aus egal jetzt welchen Gründen. Das Problem ist, ein traumatisiertes Kind ist eine ungeheure Belastung, die man leisten muss, die eine Familie leisten muss. Und da setzen meine Bedenken ein. Da würde ich auch gerne noch zu den Bedenken was ausführen. Und da hätte ich wirklich die meiste Angst vor. Ja, man entscheidet sich jetzt dafür, ein bestimmtes Kind in eine Familie zu geben. Die Familie schafft das nicht. Die Betreuung der Familie. Und genau sie kommt mit der psychischen Belastung nicht klar. Jetzt ist nach einem halben Jahr ist es im Arsch. War das jetzt besser oder schlechter, das Kind dahin zu tun, während es dann danach nochmal... Und das Risiko, das möchte ich zumindest so klein wie möglich halten. Ich werde es nicht vollständig ausräumen können. Aber das muss so klein wie möglich gehalten werden. Und dann kommen wir auch schon wieder mit diesem einen Monat. Deswegen glaube ich nicht, dass es bei traumatisierten Kindern, die ich in eine Familie gebe, die einmonatliche Betreuung, dass da mal jemand einmal im Monat eine Stunde vorbeikommt, wird nicht reichen. Das wird mehrmals sein. Muss mehrmals sein. Nur dann stimmen, und das war das, was ich vorhin meinte. Am ersten Blick werden die Zahlen billiger. Ob die dann wirklich hinterher preiswerter sind, weil ich dann viele Leute in diese Familien schicken muss, da bin ich nicht da. Da ist die Frage. Also auf jeden Fall wird der Preis höher sein, als wie er am Anfang auf dem Papier aussieht. Davon gehe ich auf jeden Fall aus, wenn wir dieses Konzept so machen würden. Ja, nochmal zu Fledis Modell und dem, was du gerade ausgeführt hast, dass du hast ja drei beispielhafte, schon existierende Geschichten genannt. Das eine war Au-pair, die Vereinbarung zwischen erwachsenen Menschen. Das andere war Wohnung gegen Arbeit, auch ein Modell zwischen erwachsenen Menschen. Das dritte war Schüleraustausch. Da ist es mittelbar ein freiwilliges Modell zwischen erwachsenen Menschen, weil die Eltern dem zustimmen und weil der Schüleraustausch ja auch wahrscheinlich pädagogisch begleitet stattfindet oder zumindest vor- und nachbereitet stattfindet. Wo wir jetzt sprechen, eben die Unterbringung von Flüchtlingskindern in privaten Familien, wäre die Entscheidung zwischen erwachsenen Menschen über einen nicht erwachsenen dritten Menschen. Das heißt, da würde das Jugendamt, der Vormund, die gastgebende Familie oder die gastgeberwillige Familie würden eine Vereinbarung treffen über einen Menschen, der an der Vereinbarung nach meiner Vorstellung dann bestmöglich mitwirken können sollte. Das heißt, in die Entscheidung natürlich einbezogen werden muss. Und das ist, habe ich jetzt nicht rausgehört, vielleicht bin ich durch die Beispiele auch ein bisschen weggeführt worden von dem Kern. Wenn wir an einem solchen Modell arbeiten, du hast gesagt, du setzt dich da gerne hin, um schon mal was
vorzuleisten. Ich hoffe, einige andere machen mit, damit wir da gemeinsam was zustande kriegen. Auch weil vielleicht aus verschiedenen Kommunen verschiedene Aspekte nochmal reinspielen können. Du hast jetzt da einen recht guten Einblick in Köln, weil du ja auch nah dran bist. Würde ich mir wünschen, dass der Aspekt ganz vorne und ganz hoch angesiedelt in das Konzept einfließen sollte. Danke. Also, ich möchte euch ungern jetzt zwei Seiten vortragen, was die Stadt Köln mir beantwortet hat auf meine Anfrage zu den Voraussetzungen, die bis jetzt für ein Pflegekind da vorhanden sind. Wenn ihr das lest, werdet ihr sehr beruhigt sein, denn es ist tatsächlich so, dass es zunächst die Entscheidung des Jugendlichen ist, die er, und dann, wenn der Jugendliche sich dafür entschieden hat, geht es über den Vormund, der ist dann anschließend mit dem Jugendamt verklausuliert. Und letzten Endes sollte es natürlich auch Veranstaltungen geben, wo sich der Flüchtling und die sich bewerbenden Familien vorher überhaupt mal kennenlernen. Natürlich muss es vertrauensbildende Maßnahmen vorher geben. Das geht nicht, dass man einfach zusammenzieht und erlebt, dass es dann wahrscheinlich hoffentlich klappen wird. Das weiß das Jugendamt auch. Das wird entsprechend vorbereitet. Ja, es ist auch nicht so, dass jedes Kind dafür in Frage kommt. Ein hochtraumatisiertes Kind, was Verhaltensauffälligkeiten zeigt, was vielleicht körperbehindert ist oder was auch immer, sollte mit Menschen groß werden und von Menschen betreut werden, die dafür speziell ausgebildet sind. Das Konzept, was ich jetzt meine, richtet sich auch nur an eine bestimmte Anzahl von Kindern. Das kommt nicht für alle in Frage. Wie gesagt, es ist der Dialog, der da passiert. Und vor allen Dingen, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir wegkommen von der Idee, dass es nur Wohngruppen gibt für die Flüchtlinge, die enorm teuer sind, die vor allen Dingen auch den Flüchtlingen kein gutes Leben geben. Wenn man sich vorstellt, da sind 10 Kinder, alle 10 sind traumatisiert, alle 10 haben Gewalterfahrungen gemacht, leben dann zusammen, reinszenieren womöglich diese traumatischen Erfahrungen miteinander, dann glaube ich, dass die Unterbringung in Familien vielleicht ganz schön ist. Und man kann sich das ja vielleicht vorstellen. Also dieses Flüchtlingskind würde, ich sage jetzt einfach mal die klassische Familie, die sich jetzt bewirbt. Das Flüchtlingskind würde bei uns in einer Familie groß werden, da leben 2 Buddhisten und ein Moslem. Die Haushälterin ist ebenfalls Muslima, ist Flüchtlingsfrau. Das Flüchtlingskind würde also mit 2 Personen auf 200 Quadratmetern leben und hätte einen Garten dazu, es hätte eine Katze zum Streicheln, es hätte ein eingerichtetes Musikzimmer, wo es Schlagzeug oder sonst was spielen kann. Es hätte in nächster Nähe diverse Möglichkeiten, am Sport teilzunehmen. Und es hätte eben große Freiheiten zu allen möglichen Dingen. Es gibt bei uns Menschen, die Farsi sprechen oder Serbokroatisch oder eben, wir sprechen alle fließend Englisch. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was jetzt schlechter ist als die Unterbringung mit 10 Personen in Doppelzimmern in einer Wohngemeinschaft. Also man muss nicht sagen, dass Familien schlecht sind. Dann geht es um die Frage, was ist das für ein Einkommen, was da zur Verfügung steht? Und da geht man eben auch davon aus, dass die aufnehmende Familie, nachdem sie ihre Fixkosten gedeckt hat, noch 3.000 Euro on top haben sollte, was sie einfach ausgeben kann, damit das Flüchtlingskind ihr Hobby ist. Und da wirklich was Gutes getan wird. Also es geht um Mäzenatentum, es geht nicht darum, Menschen auszubeuten. Und, ja. Das ist aber derzeit auch Pflegekinder, ne? Also genau. Das wird normalerweise nicht, das ist auch Pflegefilme, das ist das Konzept der Pflegekinderfamilie. Darf ich dich was fragen, Fledi? Wie viele Familien dieser Art, wie du sie gerade beschrieben hast, wie es wohl die deine ist, gibt es, die das leisten können und auch noch leisten wollen? Also wir nehmen mal Köln. Köln hat einen Anteil von Personen, von Bürgern mit Migrationsanteil von 38%. Das sieht man Köln gar nicht an. Das heißt aber, wenn bei uns 38% leben und wir haben jetzt 1-2% mehr durch die Flüchtlinge, dann kriegen wir verpackt, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, natürlich haben sich die Familien auch alle miteinander gemischt. Und natürlich, also der beste Freund meines Sohnes ist Moslem, der turnt ständig bei uns rum. Natürlich wird Halal gekocht bei uns, wenn der da ist. Solche Dinge sind selbstverständlich mittlerweile. Jetzt nehmen wir mal an, 1% der Haushalte in Köln erklärt sich bereit. Wir haben im Moment also 1.100 unbegleitete Flüchtlinge. Wir hätten dann 5.600 Haushalte, die einen von denen aufnehmen würden, wenn nur 1% das macht. Und ich gehe davon aus, dass 1% das sicherlich bringen wird und dazu auch Lust hat. Wir brauchen die Leute eigentlich nur zu fördern und ihnen Sicherheit zu geben und ihnen auch ein bisschen Mut machen, dass sie auch
in der Lage sind, ein Kind, was traumatisiert ist, zu begleiten, dabei, dass es diese Traumata langsam verarbeiten kann und dass es auch die Betreuung bekommt, die es braucht. Wir können ein Kind, das traumatisiert ist, wenn es nicht furchtbar traumatisiert ist, ja nicht lebenslang in der Klinik aufbewahren. Das Kind soll ja in das Leben rein, es soll ein Teil der Gesellschaft werden, sein eigenes Leben aufbauen, in Gottes Namen seine Familie nachholen und in Gottes Namen soll es bitte auch studieren und soll richtig erfolgreich werden im Leben. Das wünsche ich mir durch dieses Konzept. Ja, Fledi, all die Punkte, die du jetzt zuletzt genannt hast, können natürlich auch an anderer Stelle auch gefördert werden. Mir war das wieder, und das ist das, was ich eben schon mal erwähnt habe, aus einer sehr subjektiven Sicht geschildert. Zwei Personen auf 200 Quadratmeter mit großem Garten und Katze, die gestreichelt werden kann, trifft wahrscheinlich nicht auf das 1% der Bevölkerung in Köln zu, die du gerade genannt hast. 1%, 5.600 wären dieses 1%. Damit beziehst du dich ja auf die Gesamtbevölkerung und nicht nur auf die mit entsprechender Durchmischung, weil das hast du gerade auch so ein bisschen nebeneinander gestellt, argumentativ. Also ich fand das arg positiv dargestellt. Ich würde mir wünschen, es ist so, habe aber die Sorge, es ist eben nicht so. Köln ist eine Stadt, die vielleicht auch einen Sonderstatus hat, die viel offener und freier ist. Ich weiß nicht, wie das in Dortmund aussehen würde. Ich weiß allerdings, dass es in Wesel ganz anders aussieht, zahlenmäßig und verhältnismäßig. Insofern, diese super positive Darstellung würde ich mir wünschen, sehe ich aber real nicht gegeben, was nicht gegen das Konzept oder die Weiterverarbeitung des Konzeptes oder Entwicklung des Konzeptes spricht. Allerdings, dieses Rosa-Rot sehe ich tatsächlich leider nicht. Entschuldigung. Wenn ich das nicht mitkriege, ruft einfach Sami. Kein Problem. Ich wollte nur fragen, dass er vielleicht zumindest zum Schlusswort gleich zum Gesetzestext nochmal zurückkommt, zu dem ursprünglichen Thema. Auch wenn der Exkurs interessant war, hatten wir den ja schon auch im anderen Panel zum gewissen Grad. Okay. Ich wollte ganz kurz nur noch dazu sagen, ich gehöre nicht zu denen mit 200 Quadratmetern und Kuschelkatze, aber ich habe eine Tochter, die im Ausland studiert und ihr Zimmer ist an ein Flüchtlingsmädel gegeben. Und das ist dann einfach jemand, der bei uns mitlebt wie Familie. Ja, wunderbar. Nur das ja, und vor allem, ich finde ein Argument bei dir unheimlich schädlich. In dem Moment mache ich irgendwie auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen zu. Ja, wenn du mit dem Finanz... Doch jetzt hier die 1000, die ja gar nicht richtig sind. Also ich weiß jedenfalls von unserem Jugendamt, dass wir als Duisburg 200 nehmen sollen. Die haben das irgendwie schon ausgerechnet. Die wissen nach diesem Schlüssel, wie viel sie bekommen. Ja? Wenn der Schlüssel... Genau. Jetzt weiß ich, also für Duisburg 200 Leute kann ich unbegleitet Kinder bekommen wir. Sagen wir mal, die haben die Zahl schon richtig herausgerechnet, die weicht nur imaginär ab. Ich habe jetzt schon 20 Eltern, von denen ich weiß, die haben eben ein solches Reihenhaus und eine Katze und dergleichen, ja, die das machen möchten. Ja. Jetzt fehlt doch nur noch die Kontrolle dazwischen. Wer macht die Beaufsichtigung und wie soll ein Jugendamt, das heute schon unterbesetzt ist, diese Kontrollfunktion übernehmen? So, das ist das Einzige, um das zusammenzusetzen. Also ich sehe es schon machbar, dass in unserer Bevölkerung sehr viele helfen wollen in dieser Hinsicht und es ist eine weitaus bessere Lösung, als wie, genauso wie den Asylheimen, also statt Gebäude groß zu ziehen, hochzuziehen, ist es eben in Wohnungen besser untergebracht und das ist bei den Kindern genauso. Sicherlich gibt es Ausnahmen, aber wir sollten es an diesen Ausnahmen jetzt nicht festmachen, dass es nicht generell auch möglich wäre. Ich bin, also wenn das hier rübergekommen sein sollte, nein, ich bin jedes Mal dafür, dass für ein Kind, und ich denke immer nur von dem Kind aus, dass für das Kind die bestmögliche Entscheidung getroffen wird. Und jetzt kommt's, deswegen ist vielleicht auch immer so dieses Ding, es kam mir zu oft, das ist preiswerter. Nee, danach gucke ich nicht. Ich gucke, was ist das Beste für das Kind. Ich finde es auch schlecht, dass es nicht gemacht wird. Ja? Ich möchte es aber auch nicht als eine, wie soll ich sagen, ich,
ich habe unheimlich Angst, weil ich weiß, dass Jugendämter manchmal sehr, sehr, also gerade in kleinen Jugendämtern, dass manchmal sehr, sehr schnell geht und Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Und davor habe ich Angst. Und das ist einfach nur eine Angst, die ich jetzt erstmal habe. Ich will mich jetzt noch gar nicht mal für oder gegen ein Konzept aussprechen. Dafür müsste ich auch das komplette Konzept sehen. Ich habe eine unheimliche Angst vor den Fehlentscheidungen von kleinen Jugendämtern vor Ort. Nicht vor großen. Das ist in Köln sicherlich ein ganz, ganz anderes Problem. Auch Wuppertal nehme ich da zum Beispiel noch raus, weil ich da ein bisschen mitbekomme, wie die arbeiten. Aber ich kriege auch teilweise von Leuten aus anderen Gebieten, ich kriege ja Zuschriften aus ganz Nordrhein-Westfalen, da stehen mir manchmal die Nackenhaare zu Berge, wenn ich mitkriege, wie da Jugendämter arbeiten. Und das ist ein unheimliches Problem und vor dem habe ich Angst. Das ist alles. Nur eine Verständnisfrage. Danke. Das Problem, dass Jugendämter manchmal gut, manchmal schlechter arbeiten, Ursache ist, sind jetzt aber nicht die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Das ist ein Grundproblem, was da vorherrscht. Ja. Und an dem Punkt kristallisiert sich das nur besonders raus. Genau, so kann man das sagen. Okay, also die Flüchtlinge sind gar nicht Ursache des Problems, sondern zeigen nur das Problem. Zeigen das Problem der Jugendämter auf, das ist schon richtig, klar. Nur damit das auch mal klar gesagt ist. Ja. Vielleicht der letzte Beitrag, dann Olafs Schlusswort. Okay. Ich möchte nur einen Beitrag dazu bringen, um mal aus einer kleinen Kommune zu berichten. Das Problem, was wir haben, das ist unabhängig von den Flüchtlingen. Das erste ist, ich helfe als Mensch und nicht quid pro quo. Ich finde die Idee zwar reizvoll, aber eben ist nicht meine ausschlaggebende Motivation zu helfen. Das zweite ist, in Bremerhaven ist es eben passiert, dass man aus Kostengründen, weil man sparen wollte, die Pflegesätze reduziert hat, mit dem Ergebnis, dass viele Pflegeeltern, die es bisher gemacht haben, abgesprungen sind, weil die gesagt haben, das können wir so nicht leisten, sodass die Kommune in der Not ist, alles, was sich als Pflegeeltern bewirbt, als Pflegeeltern zu nehmen, ohne es ausgiebig prüfen zu können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in so einer Situation werden traumatisierte Flüchtlingskinder in solche Pflegefamilien gegeben, zu welchen Konditionen auch immer, dann ist das ein Risiko, was ich als Politiker und auch als Sozialarbeiter nicht eingehen möchte. Weil wenn dann irgendwas schief geht, aus Gründen der mangelnden Kontrolle, und bei uns ist es so, aus Kostengründen kann es nicht kontrolliert werden, ob die Pflegeeltern geeignet sind etc., dann kann es passieren, dass diese traumatisierten Kinder durch negative Erfahrungen erneut traumatisiert werden und dann werden Begebenheiten geschaffen, die ich nicht tragen möchte. Deswegen überzeugt mich das Konzept auch nicht und deswegen würde ich davon abraten, so ein Konzept zu verfolgen. Danke. Es gibt über einen freien Träger, das ist ein örtlicher Verein, die IJB, Initiative Jugendhilfe, die machen Patenschaften, ja. Das ist ehrenamtlich, die kriegen eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro im Monat und das sind ältere Menschen, die sich als Paten zur Verfügung stellen. Da die das ehrenamtlich machen über eine Trägergesellschaft, müssen die auch entsprechend vorher ein Führungszeugnis vorlegen, wie jeder, der bei uns in der Jugendarbeit tätig ist. Die übernehmen Patenschaften, unternehmen was mit den Kindern. Das ist eine völlig andere Qualität, wie jemanden bei sich zu Hause aufzunehmen, fern jeglicher Kontrolle. Und das ist das Risiko, was ich sehe. Die Jugendämter, zumindest in den Kleinkommunen, können es bei uns nicht leisten. Und das ist eben ein Risiko, was ich nicht tragen möchte. Wir sind ja eine ganz große Partei in der Vernetzung, ne? Wenn es gut geht. Vernetzen wir uns doch einfach mal mit den Asylbeauftragten in den einzelnen Kommunen, mit den Flüchtlingsräten und mit den Ausländergemeinden, ob das jetzt Aleviten sind oder was auch immer, mit denen gemeinsam einfach solche Dinge mal durchzuarbeiten und zu besprechen. Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, geht wahrscheinlich sehr viel mehr als bisher. Danke. Dazu hat sie auch. Ich kann mich dem jetzt erstmal nur als Schlusswort auch anschließen. Was mich allerdings sehr erfreut hat, aufgrund dessen, weil ich verfolge das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge schon mehrfach, es hat sich noch nie, und das meine ich jetzt prozentual, so eine große Gruppe dafür interessiert. Und das hat mir jetzt erstmal wieder ein bisschen, auch gibt mir das auch wieder ein bisschen Power. Ich fand es vorhin, auch wenn es vielleicht enttäuschend war für den Raum unten, ich fand es vorhin ganz klasse, dass ganz wenige Hände nur hochkriegen für den anderen Beitrag. Tut mir leid. Deswegen. Ich brauche überhaupt nichts, es war wunderbar. So, von daher möchte ich mich nochmal für das Interesse an dem Thema doch sehr bedanken. Und danke, ja. Und danke dir, dass du da so dran bist. Ja.